Ja, eine kurze Geschichte dazu, wie das für mich eigentlich alles war. Nichts Schlimmes. Also, brauchst du nicht fürchten, alles. Das traue ich mir nicht dazu, die schlimmen Sachen. Wie der Kleine hat die glorreiche Idee gehabt am Anfang von der Beziehung, dass in Obertauern irgend so eine riesige Sprungschanze in Angriff nimmt, weil er da Malis irgendwie imposieren wollte. Da war er dann leider im Spital, ein paar Tage. Und da habe ich mir damals schon gedacht, ja, Hut ab, die kennen sich noch gar nicht lang. Und die Malis ist damals gleich, eigentlich ohne viel überlegen, noch raufgefahren, dass sie den Kleinen ein bisschen das Handel hält. Das macht, glaube ich, nur seine Traumfrau für ihn, dass er da mit rauffährt und für ihn da ist einfach. Wie wir uns vor über 10,5 Jahren kennengelernt haben, wenn da wer zu mir gesagt hätte, hey, red dich an, die wirst du mal heiraten, hätte ich wahrscheinlich gelacht und hätte es trotzdem gemacht. Aber seitdem ist viel Zeit vergangen. Wir wollten uns am Anfang irgendwie beide nicht so recht und haben dann aber schnell festgestellt, dass das Leben miteinander viel lustiger ist. Ich habe das Gefühl, wir haben uns immer super gegenseitig unterstützt. Und ich glaube, genau das ist der Grund, dass einfach so leibend und unbeschwert ist. Anders kann ich es nicht sagen. Und ich wünsche mir für unsere Ehe und für unsere Zukunft, dass wir uns die Unbeschwertheit beibehalten und aufeinander aufpassen. Malis, du bist mein Jackpot. Ich liebe dich. Malis, ich nehme dich an als meine Frau und verspreche dir die Treue in guten und in bösen Tagen, in Gesundheit und Krankheit. Ich will dich lieben, achten und ehren, solange ich lebe. Trag diesen Ring als Zeichen der Liebe und Treue. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Stefan, ich nehme dich an als meinen Mann und verspreche dir die Treue in guten und in bösen Tagen, in Gesundheit und Krankheit. Ich will dich lieben, achten und ehren, alle Tage meines Lebens. Trage diesen Ring als Zeichen der Liebe und Treue. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Einmal offiziell küssen. So. To do now.